Hallo und herzlich willkommen zurück zu Fishing Planet aus Florida. Denn uns fehlen da noch ein paar historische Fische wollen wir tatsächlich fangen. Das Ding ist tatsächlich, hier haben wir den historischen Schwarzbarsch, der wiegt so 3 bis 4 Kilo. Den werden wir heute versuchen zu fangen. Ich habe den aber noch nicht gefangen, weil ich, wie gesagt, heute keine Zeit hatte dafür, das überhaupt zu testen und alles. Deshalb werde ich jetzt einfach versuchen, den zu erwischen, wenn nicht. Haben wir Pech, ja? Aber die anderen beiden. Ne, Lachs wollen wir hier nicht tatsächlich. Wir wollen erstmal nach Kalifornien. Und wenn wir jetzt hier auf Eventfisch gehen, haben wir das Problem, es gibt keine. Es wurde noch kein Lachs gefangen. Dasselbe gilt für Michigan. Auch da noch kein Muskie historisch gesichtet. Deshalb, keine Ahnung, wie man die fängt, ob die überhaupt da sind. Oder was weiß ich. Also versuchen wir es einfach auf den Forellenbarsch dieses Mal und guck mal, ob das erfolgreich wird. Denn Köder, bzw. Setup, Tora 290, Espiradal, Punch 5500 LSE, 030er Fluoro und Baschik. Aber ich habe auch noch die Jigwinner 270 mit Espiradal 3500, 028er Fluoro und dem Casting Spoon, 9 Gramm, Größe 1. Er scheint ein bisschen klein tatsächlich, aber damit haben sie den tatsächlich gefangen. Von daher, warum sie was nicht versuchen? Ich habe beim letzten Mal schon gesagt, dass ich den Eindruck habe, dass die kleineren Köder da relativ gut drauf funktionieren. Ich könnte mir vorstellen, dass es daran liegt, dass die Level-Locks dafür diesen Einschlag deaktiviert haben. Auch wenn das schon gestern war. Aber diese Low-Level-Köder halt jeder und damit halt jeder diese historischen Fische fangen kann, könnte ich mir vorstellen, dass sie das deshalb als einen guten Köder für die ausgegeben haben. Ob stimmt, weiß ich nicht. Ist aber die einzige Erklärung, die ich habe. Ich hätte es auch gerne tatsächlich mit den Event, wobei die Eventköder könnte ich mal versuchen, den Adlerblinker oder den Bisonspinner. Vielleicht klappt es damit, weil für irgendwas müssen die ja gut sein, außer die Optik. Ich hätte es auch gerne mit dem Crankbait versucht, aber den habe ich nicht. Ich bin echt überall rumgereist. Keine Ahnung, ich kriege ihn einfach nicht. Ich habe jeden Tag nur die Kack-Bison-Dinger und die Adlerblinker und Feuerwerk. Damit könnt ihr mich totschmeißen mit Feuerwerk, ja. Da habe ich alles voll. Aber ich finde einfach den verdammten Crankbait nicht. Das ist echt ein bisschen schade, dass der so selten ist. Ja. Versuchen wir einfach mal auf dem Barsch. Ich werde erstmal den Standardspot anwerfen. Das Ding ist, ich weiß auf jeden Fall, dass die hier 90 Grad nach links spawnen, die historischen. Und rechts vor mir. Wobei man da dann besser auf den mittleren Spot geht und dann nach hier wirft. Von da weiß ich zumindest, dass die gefangen wurden. Ob die jetzt da hinten auch gefangen wurden, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Aber ich werde es erstmal versuchen, weil wir da safe Schwarzbarsche fangen eigentlich. Vor allem Forellenbarsche. Warum die hier in der Liste Schwarzbarsche heißen, weiß ich wieder nicht. Wahrscheinlich wieder Übersetzungsfehler oder sonst was. Einfach versuchen erstmal ein paar überhaupt zu fangen. Und dann gucken wir uns mal ein bisschen um in Richtung anderer Spots und so weiter. Geht schon auf jeden Fall schon mal gut los. Fangen wir mich direkt wieder nix. Wie immer, wenn man Fisch braucht, dann fängt man nix. Den Kettenhecht habe ich auch noch nicht gefangen, aber ich hatte heute auch keine Zeit. Von daher habe ich es auch nicht weiter auf den versucht. Bin ich mal gespannt, wie lange das Event noch geht. Ob die das nur noch ein bisschen laufen lassen und dann abschalten. Aber dann haben wir schon mal den ersten Barsch an der Leine. Auch wenn es vermutlich nicht direkt der historische sein wird, aber lassen wir uns mal überraschen, was da aus dem Wasser kommt. 3 Kilo ist jetzt auch nicht so das Monsterfischchen. Aber das sieht auch nicht so aus, als wenn er eine Marke hätte. Schade. Erster Fisch hätte ruhig mal einer sein können, ja? Hätte ich auf jeden Fall verdient gehabt. Soll wohl nicht sein. So, was haben wir denn hier? 1,5. Das ist natürlich nicht so groß. Versuchen wir es nochmal weiter da hinten. Haben auf jeden Fall schon mal Fisch gefangen. Das ist schon mal die Hauptsache. Twitch mal ein bisschen weiter da durch. Und hoffen, dass da gleich noch einer drauf geht. Oh, das ist aber. Der ging aber kurz mal ab. Das ist auf jeden Fall, glaube ich, ein Trophäenfisch. So viel können wir schon mal sagen. Und der könnte dann natürlich auch in die Richtung historischer gehen.
der könnte auf jeden Fall in die Richtung gehen. Da bin ich echt mal gespannt. Aber wahrscheinlich eh nur eine normale Trophy, von daher. Halb so wild. Ich hätte vielleicht mal eine stärkere Schnur nehmen sollen, damit der Drill nicht ganz so lange dauert, aber sollte man hiermit auch easy rausbekommen, von daher gar nicht mal so schlimm. Ich beobachte schon die Flosse, ob ich da irgendwas blinken sehe, aber ich sehe da leider nichts. Muss erst mal ein bisschen näher kommen, aber nicht auf uns zuschwimmen, mein Freund, nicht auf uns zuschwimmen. Schön seitlich bleiben, damit wir nicht deine Spannung verlieren. Das wäre nämlich ein bisschen blöd. Na komm. Werde ich nicht so. Ist doch gleich alles vorbei. Aber eine Marke hat der, glaube ich, nicht. Hm, schwer zu sagen. Ne, glaub nicht. Leider nicht. Trophäen. Oh, guck mal, sogar ein guter. 3,6. Ist ein guter, aber leider kein historischer. Egal. Wir fangen was. Also haben wir auch die Chance, den historischen zu erwischen, sage ich einfach mal. Ich werde jetzt hier versuchen, noch eins zu fangen. Und dann gucken wir mal, ob wir mit dem Spoon Glück haben. Ob wir da auch was rausziehen. Wir können das tatsächlich dann erstmal an der Stelle da hinten versuchen und dann nochmal an eine andere Stelle. Ist das schon wieder? Das ist erstmal die erste Flucht, nur da können wir noch nichts zu sagen, ob das wieder Trophäenfisch ist. Naja, glaube ich aber nicht. Ja, wobei, vielleicht ein kleiner. Mal sehen. Denn ich möchte eigentlich erstmal tatsächlich gucken, ob die überhaupt auf den Köder gehen, ob die normal auf den Köder gehen. Das war die Frage. Oder ob die nur die Eventfische auf den Köder gehen. Weil der, wie gesagt, ein bisschen klein aussieht erstmal für die Forellenbarsche. Deshalb möchte ich erstmal testen, ob die überhaupt darauf gehen. Da kommen wir noch ein Trophy. 2,1. Alles klar. Das ist schon mal nicht so schlecht. Aber wir versuchen jetzt mal mit der Jigwinner hier was rauszuziehen. Wobei Jigwinner, wenn die schon mit der anderen Route so abgehen, dann habe ich eine 03er drauf. Floro, hier habe ich eine 028er drauf. Die trägt auch 4,5 Kilo, also normalerweise müsste das auf jeden Fall passen. Na egal, versuchen wir einfach mal. Ja, wenn wir nicht rauskriegen, haben wir Pech gehabt. Aber normalerweise sollte das funktionieren, auch wenn der Kampf da ein bisschen härter wird. Ja, ich versuche es hier auch erstmal mit Twitchen. Ist die Espira so viel schneller, dass ich den an die Oberfläche haue? Das war krass. Okay, und der Köder wiegt natürlich auch weniger. Das kommt natürlich noch dazu. Da müssen wir vielleicht mal auf Stufe 2 dadurch twitchen. Oder mal mit Stop and Go versuchen. Aber da ist einer hinterher. Er geht auch dran. Ne, will er nicht. Da war einer hinterher. Tatsächlich. Aber ich habe nicht gesehen, was es für einer war. Vielleicht ist der Köder auch wirklich zu klein für die, ja, dass die da immer hinterher schwimmen und nicht zupacken. Das könnte sein. Ich versuche es jetzt mal mit Stop and Go erstmal, um zu gucken, ob ich da vielleicht die Bisse dann zumindest angeschlagen bekomme, weil ich die Bisse da besser sehe. Ja, den Biss habe ich gesehen, aber der war so kurz, da hast du ja gar keine Chance anzuschlagen. Da kannst du konzentriert sein, wie du willst, aber da hast du null Reaktion. Ja, aber ich glaube schon, dass der Köder nicht ganz so geil für die ist anscheinend. Zumindest nicht für die normalen. Wie das mit den historischen aussieht, bleibt natürlich dann abzuwarten, aber ein Nachläufer, ein Fehlbiss, also viel Action kriegst du da dran wohl nicht.
Kannst du mal versuchen mit Stufe 2 twitchen. Ob wir den dann zumindest unter Wasser halten können. Dass der nicht an der Oberfläche kommt, direkt der Köder. Und vielleicht kriegen wir dann auch einen so gehakt. Ja, sieht auf jeden Fall vom Twitchen her, von der Tiefe zumindest besser aus. Sind wir nicht ganz so oben. Wobei, bald kommen ja eh Gummifrösche. Ich glaube gerade Forellenbarsche sind natürlich dann auch geile Oberflächenfische. Aber die möchte ich jetzt hier mit dem Spoon nicht unbedingt an der Oberfläche befischen. Von daher, lass an, ja, den kriegst du nicht gehakt. Keine Ahnung, wie man das machen soll. Die Bisse kommen aber unmöglich, die zu haken. Na, da ist schon wieder der nächste. Ich weiß nicht, vielleicht sind es auch kleine Fische. Was schwimmen hier an kleinen Fischen rum? Gibt es hier Crappies oder sowas? Oscar, diesen komischen Buntbarsch, den gibt es hier. Geht der vielleicht auf einen Casting-Spoon? Könnte sein. Ich versuche jetzt tatsächlich mal hier links. Oh Gott, man sieht hier wieder nichts, ne? Das ist ein bisschen scheiße, aber... Egal, ich hau einfach mal raus. Wenn wir schon kein Land treffen. Dann versuche ich es erstmal mit Stop and Go, um die Bisse zu sehen wieder. Vielleicht können wir damit diesmal einen verwerten hier links im Korridor. Was das auf jeden Fall ziemlich flach da, wie es aussieht. Bin ich mal direkt an der Oberfläche beim Stop and Go. Macht aber nichts, dann können die Fischer auch nicht an unserem Köder vorbei. Ja, das ist immer das Gute. Da haben die keine Ausfallmöglichkeiten, wo die sich verstecken können. Aber ich glaube, so geil ist der Köder echt nicht. Muss vielleicht mal mit einem Crankbait oder so versuchen. Keine Ahnung, wie die mit dem Köder die Dinger rausziehen. Ist mir echt ein Rätsel. Ich glaube, da hinten schon wieder hinterher, oder? Oder ist die Bugwelle nur vom Köder? Naja, ich glaube, die ist nur vom Köder, die ist nicht so riesig. Vor allem lege ich den hier ein perfektes Stop and Go hin. Und da ist nicht mal ein Zupfer. Was ist das für ein Bullshit? Gibt da gar keine Fische in dem Tümpel da. Ne, das ist ein Hänger. Das ist auch kein Fisch, den wir brauchen. Nee, das war schon mal nix. Das war tatsächlich schon mal nix. Ich versuche mal ein Crankbait drauf zu... Oder sag mal den Adlerblinker. Ja, ich versuche mal den Spinner. Ich glaube, der Spinner ist ein bisschen geiler noch. Der ist auch nicht so groß. Ich versuche den jetzt mal wieder da hinten durchzuwerfen, um zu gucken, wie die darauf reagieren. Ich ziehe den einfach mal durch. Mal gucken, was passiert. Stufe 2 und dann... Schauen wir mal, wobei der könnte schon wieder fast Richtung Oberfläche gehen, oder? Jo, sieht so aus. Ja, dann müssen wir den wieder kurz absinken lassen, ist ja nicht so tief da und dann machen wir dasselbe nochmal. Komm, für irgendwas müssen die Wendköder doch gut sein. Kannst du mich erzählen, dass da einfach normale Spinner sind mit einem Bison drauf. Da kriegst du nicht mal einen Zupfer. Ja doch, guck mal. Damit hängt er sogar. Damit hängt der sogar, der Barsch. Ist auch ein Forellenbarsch tatsächlich. Na, guck an. Auf den Spinner kriegen wir es also schon mal. Aber wahrscheinlich auch eher die kleinere Sorten. Weil es halt nur ein 1,0er ist. 1,5. Okay. Damit können wir es auf jeden Fall schon mal fangen. Versuchen wir es einfach nochmal. Ich werde jetzt ein bisschen mit dem Spinner versuchen, die Viecher rauszuziehen. Und zur Not können wir auch nochmal den Adlerblinker versuchen. Ich zieh einfach durch. So. Geht leichter.
geht leicht und er hat, da kommt der Biss, aber den kriegst du noch nicht dran. Na gut, aber Fehlbisse hat man auch mit anderen Ködern. Nur mit dem silbernen Casting-Spooner war das schon echt extrem, da hat er gar nichts rausgezogen. Noch mal kurz sinken lassen. Na, kommt da noch mal einer oder eher nicht so? Echt schwer zu sagen. Ich weiß halt nicht, ob man die mit einem Baschik fangen kann. Weil so von der Fangrate her ist das schon hier so das Beste eigentlich, was du eigentlich machen kannst. Crank geht natürlich auch noch super gut. Kann man nicht mal versuchen. Kommen wir mal einen Crank da dran. Was nehmen wir denn mal? Hier so ein Krebs-Crank, weil ich jetzt mit der Route angeln möchte. So ein Crawfish. Der sollte doch eigentlich auch funktionieren. Jetzt ziehen wir den mal hier durch auf Stufe 2. Das Gute ist, der geht wenigstens runter, weil wir den durchziehen und nicht nach oben. Mal sehen, was wir damit fangen. Wir müssten eigentlich voll in der Beißhalle jetzt drin sein. 12 Uhr. Ja. Achso, der ruft, weil jetzt ruckt er wegen dem Feuerwerk oder was? Und nicht wegen meinem Fische da spawnt oder was? Scheiße. Ich hab gedacht, da kommt einer, aber das war nur das super Firework. Nee, auf den Crank, ey, geht auch wieder nichts drauf. Kann doch nicht sein. Muss doch ein Fisch zu fangen sein. Versuchen wir mal den anderen Spot hier. Ach doch, da kommt noch einer. Ist natürlich ein Augenfleckenkammbar. Stehen wollen wir natürlich nicht haben. Aber Fisch ist Fisch. So, der hat logischerweise keine Marke, weil den ich als historischen gibt. Versuchen wir mal den Spot da hinten in dem Durchgang. Ob der ein bisschen erfolgreicher ist. Und dann, da war der Biss, aber der bleibt auch nicht hängen. Vor allem, der war eigentlich schon relativ weit ausgeschlagen. Ich habe spät angeschlagen. Normalerweise hätte er schon mal hängen bleiben können, aber er möchte nicht. Falls ihr den gefangen habt, schreibt mir auf jeden Fall mal in die Kommentare, womit ihr den gefangen habt. Und vor allen Dingen auch, an welchem Spot, ob ihr das auch an einem von den beiden Spots hier gefangen habt. Hier links in den Tunnel rein, wie gesagt. Ist einer und von dem anderen Steg in der Mitte, wenn ich mich jetzt hier umdrehe, wenn man sich dann auf den Steg da hinten stellt, wo man sonst die einzigartigen Augenfleckenkammbarsche fängt und danach hier hinwirft, weil es meine Routenspitze ist, da soll man angeblich auch was fangen können, aber ne, angeblich und die Praxis bei mir sind immer zwei verschiedene Sachen. Das wusste ich schon bei den anderen Historischen deutlich spüren, das ist echt nicht leicht, die zu fangen. Und wie gesagt, die Lachse und die Muskis noch nicht mal an der Liste. Ich weiß nicht, ob vielleicht heute einer gefangen wurde. Dann steht er noch nicht drin, weil die immer erst ein bisschen später aktualisieren. Beziehungsweise einen Tag später um 6 Uhr morgens, glaube ich. Nee, kriegst du nicht gehakt, die Scheißviecher. Warum lass dich denn mit dem Crankbait nicht haken? Das verstehe ich auch nicht. Da ist der Baschik ja echt 10-mal besser als der ganze Shit hier zusammen. Na gut, holen wir mal rein. Ich versuche nochmal kurz vor dem mittleren Steg tatsächlich. Ob wir da vielleicht was rausziehen und wir könnten auch mal den Adlerblinker dann dabei versuchen. Machen wir den. Der Adlerblinker. Da.
Schauen wir mal, ob damit was geht. Ich glaube, da brauchen wir gar nicht so weit werfen, weil wir dann über den Steg da drüber hauen oder so. So, ich versuche erstmal mit Stop and Go. Wenn ich nicht gerade festhänge. Ah, ich werde jetzt, glaube ich, noch ein paar Mal festhängen, weil das Kraut da ist, wo ich jetzt drüber geworfen habe. Kann schon sein, dass wir da ein bisschen Probleme kriegen. Na, aber wir fangen immer einen Fisch. Guck an. Guck an. Mit dem Antelblinker kriegst du wieder gehakt. Mal gespannt, was das für einer ist. Ob wir einen Augenflecken-Kambarsch haben. Alter, das ist ja die Krise hier, um da die Spannung zu halten. Sieht tatsächlich wie einer aus, oder? Ist ein Augenflecken-Kambarsch. Jo. Jo, jo. Der ist zu gelb für einen Forellenbarsch. Okay. Packen wir ein. Ich versuche mal ein bisschen weiter nach vorne hier zu werfen. Um die zu vermeiden. Weil ich glaube, die stehen da hinten am Steg tatsächlich. Und hier vorne hoffentlich nicht mehr. Beziehungsweise hier vorne stehen die schon wieder. Weil wir die ja auch mit der Pose fangen können. Aber vielleicht ziehen wir hier auch mal so einen Forellenmarsch raus. Na, auch wieder ein Augenfleckenkammarsch. Den brauchen wir nicht. 1,7. Den wollen wir aber nicht. Nee, das ist mir zu viel mit der Augenfleckenkammarsch. Eigentlich soll man den hier fangen können. Den historischen. Aber nicht, wenn da so viele von denen bei sind. Da habe ich keinen Bock drauf. Versuchen wir mal auf der Seite. Vielleicht haben wir da ein bisschen mehr Glück. Was zumindest unseren Zielfisch betrifft. Nicht, dass wir hier wieder noch mehr von den Augen fangen, die wir nicht brauchen. Haben schon genug Hühneraugen am Fuß, Freunde. Ja, da brauchen wir nicht noch Augen im Kescher. Ja, da schwimmt was hinterher. Was ist das? Hakt auf jeden Fall. Sehr gut. Hast du auch wieder einen Augenfleckenkammer? Scheiße. Das ist eine Seuche hier. Das ist eine richtige Seuche, ehrlich. Okay, wir versuchen den Adlerblinker mal. Ein letztes Mal. An dem Spot, wo ich gerade die Forellenbarschale gefangen habe. Vielleicht ziehen wir da einen raus. Ich meine, ich teste jetzt natürlich auch im Schnelldurchlauf, ja. Normalerweise gibt es ja nicht nach zwei Würfen auf, also gerade bei den historischen ist das natürlich eine Ausdauerfrage. Und vielleicht ist der Castingpool in Silber wirklich gar nicht so scheiße. Und man fängt die halt wirklich damit, nur es dauert halt. Ja. Nur ich muss halt jetzt hier in 20 Minuten irgendwie alles durchkriegen, von daher habe ich nur zwei, drei Würfe Zeit für jeden Köder, um da irgendwie was zu drehen, zu fangen, zu regeln. So testet man natürlich normalerweise nicht, ja. Das sollte auch jedem klar sein. Dass wir jetzt versuchen, hier irgendwie einen Fisch zu erzwingen, der relativ schwer zu fangen ist. Schwerer als jeder einzigartige, glaube ich. Aber da haben wir nochmal einen Forellenmarsch hoffentlich an der Leine. Hoffen wir, dass wir den rauskriegen und der nicht hier uns einen Strich durch die Rechnung macht, indem er gleich die Spannung verliert. Aber ich kann in der Route auch echt nicht einschätzen, ob das ein Trophäenfisch ist oder nicht. Weil ich halt mit denen erstens nie auf Forellenmarsch angel. Und zweitens, wie gesagt, hier ist eine 0,28er drauf. Die ist etwas schwächer als die 0,3er tatsächlich. Von daher wird das Sinn machen, dass der auf jeden Fall in die Bremse geht. Das hat er bei der Tore auch gemacht. Aber wie viel er jetzt in die Bremse gehen muss, um ein Trophäenfisch sein zu müssen, weiß ich nicht. Könnte vielleicht sogar einer sein. Wissen wir aber erst, wenn er denn gleich hier ist. Vielleicht ist er auch normaler, dafür kämpft er aber wahrscheinlich ein bisschen stark. Weil eigentlich hält die Schnur schon 4,5 Kilo. Und ich könnte, glaube ich, auch sogar noch Spannung sogar noch ein mit der Stufe höher gehen, glaube ich, mit der Bremse. Na, wo ist denn Plus? Da ist Plus. Ja. Passt auf jeden Fall noch.
Aber jetzt gleich. Hat er verloren, der Kleine. Ja, aber das sieht auch nicht so aus, als wenn da jemand auf der Rückenflosse dranhängt. Aber gut, mit dem Adlerblinker kann man die auf jeden Fall auch ziehen. Das ist schon mal gut zu wissen. Ich glaube, es ist, glaube ich, echt ein Trophäenbarsch. Der sieht relativ groß aus. Also groß genug für eine Trophäe zumindest, ob der jetzt wirklich groß ist. Sehen wir genau jetzt. Doch, 3,1. Der ist gar nicht so schlecht. 3,1 Forellenmarsch, aber auch der leider ohne Marke. Gut, haben wir nicht geschafft. Das soll es gewesen sein vom Video. Ich werde... morgen habe ich auch keine Zeit. Wie gesagt, also ich muss echt gucken, wie lange das Event geht. Ich werde auf jeden Fall versuchen, solange das Event geht, die Fische an den Haken zu bekommen. Aber wenn das natürlich morgen vorbei ist, dann eben nicht. Dann müssen wir ein Jahr warten oder so, bis das wieder kommt. Keine Ahnung. Müssen wir gucken. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen. Ich hoffe, es wird euch gefallen. Wenn ja, würde ich mich über eine Bewertung freuen. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, Petri Heil. Macht's gut, haut rein und auf Wiedersehen.